Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC. Jimmy schreibt uns, oh, ich habe keine Karre, Paps, kann mich nicht neben dem Umzug auch noch damit rumschlagen. Also habe ich deine genommen, bis ich auf eigenen Füßen stehe. Ich bring's zurück, wenn alles geregelt ist. Alter, Jimmy, fuck mich nicht ab. Hat uns auf Drogen gesetzt, hat uns Geld vom Konto abgehoben, von unserem Konto hat er Geld abgehoben und hat unser Auto geklaut. Der Sohn verdient mal eine richtige Erziehungsschelle. Meine Güte, so eine richtige Osmanenschelle, ey. Batz ins Gesicht. Den rufen wir erstmal an und beschweren uns. Pass auf. Mal gucken, was der zu sagen hat. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, halt die Klappe. Okay, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was wir machen können. Wir können natürlich Story-Missionen, gibt's immer. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da keine mehr haben. Ich hätte aber Bock, so ein bisschen Rennen zu fahren oder sowas. Oder mal Ladendiebstahl. Also wir müssen auch noch einen Ladendiebstahl machen im Übrigen. Wollte ich nur mal gerade gesagt haben. Warte mal, ich nehme mal hier den Wagen. Den hier, den Carbon. Ist das ein Carbonizar? Ne, ist kein Carbonizar. Aber wir nehmen aber mal den hier. Massacro ist das, glaube ich, ne? Ah, Tracy ruft an. Okay. Immerhin, einer redet mit uns. Tracy, Baby, you call? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Na super, unsere Familie, weißt du, scheißt auf uns. Also ich meine, die sagen, wir brauchen Hilfe, aber dann, statt uns zu helfen, weißt du, bumsen die uns alle nochmal oben drauf. Ich hatte gerade überlegt, ich fahre mal so ein bisschen Richtung da hinten. Ich hätte nämlich eigentlich Bock, dass wir das Stocker-Ding doch mal machen. Deswegen fahre ich da in die Richtung, aber wir müssen uns unterwegs auf jeden Fall ein Massaker suchen. Man kann das Rennen machen, wenn man da mit dem Massaker. Oh, Moment! Da war eine Gelegenheit oder sowas. Ich fahr mal hinterher. Irgendwas, jedenfalls irgendwas Rotes. Keine Ahnung, da leuchtet ein roter Punkt. Ich hab noch nichts jetzt mitbekommen, aber da leuchtet ein roter Punkt. Ah, das sind die Lost. Das sind die Lost. Warte mal, den ziehen wir mal da raus. Beziehungsweise wir ballern den einfach um. Das sind die Lost. Jetzt haben sie mich umgefahren. Aber ich habe zumindest einen von denen weggeballert. Ich weiß gar nicht, soll ich die alle umballern? Ist das... Ich weiß nicht, was das bringt, die umzuballern. Aber ich meine... Wow! Alter, der überfährt mich. Und der Lost schießt auf mich währenddessen. Oh, da ist jemand drin. Oh, eine Prostituierte oder sowas. I don't even want to think about what they'd have done to me. I got no money, no phone, nothing. Could you give me a ride? Ja, ja, klar. Oh, wir haben mehr Ausdauer, das ist gut. Gut, steig mal ein hier. Das war ein, das kannte ich noch nicht. Das war ein Transporter der Lost Gang, aber wir haben jetzt gerade einen Mädel daraus gerettet. Ja, gut, Moment. Dann habe ich aber was anderes zu tun gerade. Dann fahren wir die mal nach Hause. Oder zu ihren Freunden fahren wir sie. Die hat ja irgendwelche Freunde, sagt sie. Thank you so much for stepping in. I know what those guys are like. They'd have killed me for sure. Anytime. My daughter's not much younger than you. So you knew those creeps? You know, for as long as I can remember, the Lost was my life. I was committed. And until you've been with a fat, hairy, middle-aged guy who hasn't changed his leathers in a week. You don't know the meaning of commitment. You know what I mean? This can't be more of them! Oh, die ballern auf uns! Oh, okay, Moment. Ich kann die loswerden. No, ich bin ganz nah an der Granate. Ah, jetzt habe ich irgendwie einen anders hochgejagt, glaube ich. Warte mal, Granaten sind vielleicht nicht das Richtige. Wie schießt man die nochmal ab? Ah, okay, mit G. Woo! Ja, gut, dass ich schon gut equipped bin, oder? Haftbomben und sowas, darum habe ich mich schon gekümmert. Und insofern... insofern haben wir kein Problem mit denen. Haftbomben und sowas habe ich mir ja alles schon besorgt. Wir sind ja waffentechnisch gut ausgerüstet. Und insofern... Okay, ja, sie waren mein Onkel. So was? Your uncles passed you around like a piece of meat? No, asshole, they raised me. Look, I took some money, okay? What does it matter? Stop asking me all these questions. You fucking dick. Okay, vielleicht ist die auch die, die ein bisschen Dreck am Stecken hat.
Je nachdem, was sie gerade so erzählt, oder? Hat Geld geklaut? Hat ihre Onkels gekillt oder was? Ich hab's nicht ganz mitbekommen. Aber jedenfalls haben wir die Lost. Also ich meine, Lost töten kann nie schaden, oder? So, wir sind fast da. Schöner Streifen Häuser hier am Strand. Herrlich, kannte ich gar nicht die Straße, glaube ich. Aber da wären wir. Okay, this is it. Thank you again. Look, I think we should just put all this behind us, don't you? Na gut, der haben wir jedenfalls geholfen. Und wohin geht die jetzt? Ups, ich habe deinen Briefkasten kaputt gemacht, sorry. So, weg ist sie. Na gut, also das war wieder so eine Zufallsmission, die wir gemacht haben, aber das ist gar nicht unbedingt schlecht, weil jetzt bin ich schon in der Nähe von, wo wir hin sollen. Oder zumindest näher dran. Aber was mir immer noch fehlt, ist ein Muscle Car. Also wir müssen mal Ausschau halten nach einem coolen Muscle Car. Und ich meine, mein Auto hier hat sowieso schon einen Platten, insofern werde ich mich mal ein bisschen umschauen. Das war ein Komet, der ist ja ganz nett, aber das ist kein Muscle Car. Warte mal, ich schau mal hier auf dem Parkplatz. Da ist doch bestimmt was dabei. Am besten wäre so ein Gauntlet oder sowas, aber bisher sehe ich sowas nicht. Naja, okay, ich steige zumindest schon mal um auf ein anderes Auto, damit wir nicht hier mit dem kaputten Reifen rumfahren müssen. Aber das ist auch noch kein Muscle Car. Wie gesagt, ein Gauntlet wäre super. Aber bisher habe ich sowas noch nicht gesehen hier. Verfolgt mal weiter, was da war ein Sultan, glaube ich. Ich verfolge mal weiter, was hier so auf der Straße fährt. Und wenn mir sowas begegnet, was wir gebrauchen können, dann werde ich auf jeden Fall hinterherfahren und mir das Ding holen. Aber bisher sieht es wirklich nicht danach aus. Ich bin ja froh, dass wir Haftbomben dabei haben, oder? Mit denen konnten wir uns doch gut die Kerle vom Hals halten. Die sind ja doch eine praktische Sache. Vor allem, weil man die eben aus dem Auto rausschmeißen kann. Man kann ja nicht mit allem aus dem Auto rausballern. Man kann mit der Mikro-MP schießen, mit Granaten schmeißen, Haftbomben schmeißen und das war's fast schon. Wow, fahr mal auf deiner Spur, Kollege. So, vielleicht steige ich zumindest um auf den Sultan, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie kein Muscle Car dabei. Wirklich nichts. Also nichts, was wir brauchen können hier. Kann ja nicht sein. Die Sultan-Spawn-Rate haben so hochgestellt. Das ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen, weil wirklich ständig welche da sind. Aber ansonsten, das, was ich jetzt gerade brauchen kann, spawnt natürlich nicht. So ist das immer, ne? Na gut, dann müssen wir weiterfahren. Da muss ich unterwegs nochmal schauen. Irgendwo werden wir schon was herkriegen. Weil man kann halt das Rennen da, dieses Stocker-Rennen nur machen, wenn man schon mit dem Muscle Car da hinkommt. Habe ich so mir sagen lassen. Oder vermute ich mal. Aber wenn halt kein Muscle Car da ist, dann können wir auch nicht mit dem Muscle Car hinfahren. Komm, dann nehmen wir zumindest schon mal den Sultan mit. Dann haben wir schon mal ein bisschen ein besseres Auto als so diese Karre hier. Aber der Sultan macht es auch noch nicht dick. Ich weiß nicht. Wobei, es kann auch sein, dass man es mit dem Sultan machen kann. Also es ist ja ein Sportwagen, glaube ich. Vielleicht geht es auch mit dem Sportwagen. Wir fahren einfach mal hin. Wir gucken mal. Und wenn der Wagen nicht geht, alter, fetter Sandking, wenn der Wagen nicht geht, dann suche ich mir dann nochmal ein Muscle Car. Oder wir kaufen notfalls eins, meine Güte. Oder wir fahren mit dem Rennrad dahin. Oh, Fahrradfahren ist gefährlich, Kollege. Vor allem auf einer vielbefahrenen Straße. Ich habe irgendwie Lust, Haftbomben zu schmeißen. Oh, warte mal, ist das eine Gelegenheit? Mal eben schauen, da steht jemand, ist mit seinem Auto liegen geblieben. Manchmal ist das eine Gelegenheit, manchmal nicht. Hallo, Kollege. Nee, brauchst du keine Hilfe. Ich wollte dich jetzt mitnehmen. Na gut, er läuft weg. Also ich dachte, wir nehmen ihn mit, wenn er irgendwie wenn er jemanden braucht, der ihn mitnimmt. Aber er möchte nicht. Na gut, dann nicht. Motorradfahren ist übrigens auch gefährlich. Nicht nur Fahrradfahren. Fahrradfahren ist sowieso gefährlich, aber Motorradfahren ist auch sehr gefährlich. Sollte man nicht machen. Da gibt es viele Unfälle, die oft tödlich enden, wie man gerade gesehen hat. So, vor allem wegen Autofahrern wie mir, ne? Weißt du? Jo, wie weit ist das denn jetzt noch? 3,5 Kilometer sollten wir aber eigentlich... Ah, da ist noch eine Gelegenheit. Na, wir werden überhaupt nicht mehr zu irgendwas kommen, weil es immer... Ach, das ist der nackte Kerl an der Laterne. Genau, am Strommast. Hehe, der nackte Kerl am Strommast.
Der ist auch gut. Game over. Grab my nuts. Ja, komm. Ich fahr dich kurz nach Hause. Was hast du falsch gemacht, dass du nackt an einem Strombasttanks an der Straße, hä? Ja, das ist der Kerl, der heiraten soll. Ja gut, wir werden wohl doch nicht mehr dazu kommen. Aber ist egal, weil wir diese Sachen sowieso auch machen wollen. Get to the church in like 5 hours. I promised her I wouldn't go crazy. She's gonna kill me. I'm such an idiot. The ceremony starts at 5 p.m. Okay, wir haben 4 Minuten, beziehungsweise wir haben 5 Stunden Zeit, weil er heiraten soll. Und irgendwie ist aber der Junggesellenabschied ein bisschen schief gelaufen. Und er wurde nackt an einen Strommast gespannt. Jetzt müssen wir schnell das Auto besorgen, Anzugsäule anziehen und solche Sachen. Und wir müssen eine Hochzeit retten. Ja, ich habe das Part. Die große Frage ist, wie du ended up stripped and tied to a telephone pole. Dude, I have no recollection. It was supposed to be a few quiet drinks, you know? Then the absinthe came out. Then the coke came out. At least I think it was coke. It got really out of hand. They made me finger a dog. I teabagged an elderly lady in a bus stop. Yeah, they sound like great guys, your friends. Last thing I remember, I was stuffing a handful of mushrooms in my mouth. Always a good idea. Next thing I know, I wake up there, with a deer gnawing at my balls. It's a low point. Why do you reek of perfume? I don't know. Nah, wait. Shit, no. There was a stripper, I think. And a midget. Or a stripper midget. Oh God! I've really done it this time. Irgendwas ist jedenfalls gewaltig schief gelaufen. Er hat gekokst, Pilze genommen, gesoffen, er hat einen Hund gefingert, er hat einer alten Frau seine Hoden in den Mund gesteckt und was weiß ich nicht alles. Das war mal ein Junggesellenabschied, mein Lieber. Ah, naja, gut, da ist mein Sultan auch schon wieder weg, denn wir müssen jetzt hier die Brautkarre nehmen, beziehungsweise den Hochzeitswagen. Er hat sich hoffentlich jetzt umgezogen, hat seinen Anzug angezogen. Wenn du heute noch heiraten willst, solltest du dich beeilen. Ah, er hat sich schick gemacht, immerhin. At least I look like I'm getting married now. I got a message from my best man saying he's in a restaurant out of town. If he's lost the wedding rings, I'm gonna call him. Come on, pick up. Who do you think it is? A so-called friend you tied to a pole in the middle of nowhere with no fucking clothes on? We don't have time for this now. Just tell me you have the rings. Unbelievable! One thing you haven't yet completely fucked up. Stay there, don't move, I'm on my way! Okay, the good news is, he's in a seafood diner on the way to the church. You step on it, we might make this. Only that douche would be eating lobster at a time like this. So, sein Trauzeuge, der ihn da festgebunden hat, der macht sich gerade einen entspannten Tag. Ist ein bisschen Hummer und so, aber er hat zumindest die Ringe noch. Also wir haben das Auto, wir haben den Anzug, jetzt fehlen noch die Ringe, also dann kann er vielleicht doch noch heiraten heute. Wir haben noch 3 Minuten. Oder halt 3 Stunden im Spiel, das meine ich. Ich glaube eine Minute im Spiel ist sozusagen 2 Sekunden oder sowas, ne? Ich weiß es gar nicht. Naja, okay, wir sind auf jeden Fall unterwegs. Ich meine, wenn man schon mal... Er steht da immer noch und wartet auf jemanden. Ich hätte ihn ja mitgenommen, aber wenn er nicht will. Ich meine, wenn man schon mal die Chance hat, jemandem die Hochzeit zu retten, dann machen wir das natürlich auch. Das geht dann vor, das ist wichtiger. Ich meine, wenn Michael was kann, dann ist das schnell fahren und deswegen kommen wir auch jetzt hier wahrscheinlich pünktlich an noch. Wobei die Karre ja auch ordentlich Power hat. Die wiegt halt ziemlich viel, aber die hat auf jeden Fall Power. So, elegant auf die richtige Spur gewechselt. Weiter geht's. Naja, er hat zumindest jetzt seinen Anzug an. Das ist ja schon mal ein Anfang, oder? Damit kann die Hochzeit zumindest schon mal halbwegs stattfinden. Ach ja, diese kleinen Dinge im Spiel. Ich find's einfach herrlich. Dass zum Beispiel im Tunnel das GPS ausgeht und solche Sachen. Diese kleinen Dinge, die finde ich einfach Hammer. Wenn Spieleentwickler auf so kleine Dinge achten, das liebe ich. Das sind die kleinen Dinge, die es groß machen. Sagen Leute mit einem kleinen Penis. Ah! So, jetzt sind wir gleich da. Der chillt hier in so einem Restaurant, was wir auch kaufen können. Oh! Okay, there's quick and then there's murdering people. Ach, shit! Jetzt läuft der weg, ne? Hä? Ich hab den überhaupt nicht umgebracht. Die laufen jetzt beide zusammen weg, die Idioten.
Nur weil ich ihn angefahren habe, ey, ihr seid doch verrückt. Nur weil ich deinen Kollegen angefahren habe. Hör mal, der hat es nicht anders verdient. Weißt du was? Ah, ich hätte Lust, den wegzuballern, aber ich bin mal nicht so. Ja, gut, dann war das ja voll für den Arsch jetzt. Hä, hallo, ich habe den nur angefahren, weil ich aus Versehen zu spät gebremst habe. Verarsch mich doch nicht. Warte mal, da unten ist das Geländerennen. Dann versuchen wir das doch nochmal. Wo wir gerade da sind. Warte mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit einem Motorrad hinfahren muss oder... Auf jeden Fall habe ich beim letzten Mal ja auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Jetzt versuche ich das nochmal und gucke mal, ob es diesmal besser klappt. Einfach, weil es mich jetzt gerade interessiert, weil es da unten ist. Ich weiß nicht, irgendwer meinte, ich hätte was bezahlen müssen. Ein anderer meinte, ich durfte nicht auf das vordere aufsteigen, sondern muss auf das hintere aufsteigen oder so. Keine Ahnung. Ah, jetzt wird es mir angezeigt. Damals wurde mir das nicht angezeigt. Da bin ich dann einfach mit Trevor auf das Ding draufgestiegen. Und das Ganze hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Aber jetzt funktioniert es auch. Siehst du, so muss das laufen. Weil die Geländerennen und so wollte ich eh machen. Und die müssen wir auch eh machen. Insofern, wo ich jetzt gerade hier vorbeifahre, können wir einfach das machen. Wenn schon die blöde Hochzeitsmission nicht funktioniert. Meine Güte. Achso, ich wechsle auf den Controller. So, wow. Wow. Oh, habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Ich habe hier schön einen... Schnellstart hingelegt und der Typ fetzt einfach von seinem blöden Quad runter. Und da ist der nächste runtergeflogen, glaube ich. Herrlich, sehr gut. Ne, ich habe schnell auf den Controller gewechselt, weil fahren kann ich mit dem Controller besser als mit Maus und Tastatur, weil man da ein bisschen feiner lenken kann. Und ich fahre sogar ganz gut, muss ich sagen, weil ich habe, also in GTA Online zumindest gewinne ich oft. Auch wenn wir mit mehreren Leuten fahren, da gewinne ich öfters mal die Rennen. Also das kann ich wohl ganz gut. Augenscheinlich. Aber ich meine, wie gesagt, die Geländerennen, die müssen wir eh machen. Und die machen ja auch Bock. Ich finde die cool. Geländerennen, Straßenrennen, Seerennen. Ich glaube, demnächst mache ich mal die Flugschule. Da habe ich Bock drauf. Wir müssen auch noch mit Chop spazieren gehen. Wir müssen noch eine Hure in Anspruch nehmen. Eine Stripperin nach Hause begleiten und solche Sachen. Gehört alles noch dazu. Mit Leuten Dart spielen gehen. Da müssen wir Tennis spielen und Golf spielen. Also da müssen wir noch ganz viel von diesem Nebengedöns machen. Und Story-Mission haben wir auch noch, glaube ich, 40 oder so. Also wir sind noch längst nicht fertig und das finde ich aber auch cool. Mir macht es immer noch Bock und es sind ja auch immer noch einige Leute dabei. Nicht mehr so viele wie am Anfang natürlich, aber immer noch einige. Und das freut mich natürlich, dass ihr immer noch dabei seid. Okay, das Rennen habe ich mal ohne Probleme gewonnen, würde ich sagen. Mit großem Abstand. Erster Platz, jawohl. Schön, das gibt 1 von 6 Gold. Dann würde ich sagen, nehme ich das Ding direkt wieder mit. Oh, wir haben sogar hier 500, hallo? $500 bekommen und kriegen jetzt hier die Moto X-Kleidung in den Kleiderschrank. Ah, schade, ist nicht runtergefallen. Neues Geländerennen wurde freigeschaltet. Genau, wenn wir das eine schaffen, wird das nächste freigeschaltet. Aber ich fahre jetzt erstmal in Richtung des Stockcar-Dings. Da ist der Campingplatz von den Lost. Aber ich fahre jetzt noch zumindest... Oh, ernsthaft, ich habe den Stein weggefahren sogar. Wäre lustig, wenn der auf mir gelandet wäre. Kann ich das jetzt nicht mehr benutzen? Ernsthaft? Dann muss ich auf ein Auto warten. Ah, warte mal, da sind Motorräder. Perfekt, die Lost kommen. Oder irgendwer, der so aussieht. So, den lasse ich mal von seinem Motorrad absteigen. Danke, Jungs, ihr könnt weiterfahren. Lasst euch nicht stören. Es war, Hauptsache, weißt du, die fahren zu dritt mit dem Motorrad durch die Gegend. Einer von denen wird einfach mal mitten auf der Straße von seinem Motorrad runtergeballert. Und die anderen beiden Jungs so, ja, ist doch egal. Den kannte ich eh nicht gut. Den mochte ich eh nicht. Und fahren einfach weiter. Und wir haben einen Fahndungsschein bekommen. Ja gut, ich habe auch gerade jemanden umgebracht, aber... Shit! Ah, ich glaube, die haben mich gesehen. Nee, haben sie nicht, weil ich auf dem... Ja, haben sie nicht, weil ich auf dem Motorrad sitze und den Stern hatte ich vorher schon. Das ist gut. Warte mal, jetzt kann ich mal eben auf die Karte schauen. Ich weiß nämlich gar nicht, wo genau ich hin muss. Nach da drüben muss ich. Schön ein bisschen geslidet hier. So, da sind allerdings Cops, deswegen fahre ich mal so ein bisschen hier abseits der Straße. Ist, glaube ich, eh schneller, weil... Luftlinie ist meistens schneller. So sind wir nämlich schon näher dran. Ändert aber nichts daran, dass ich, glaube ich, immer noch ein Muscle Car brauche. Achso, es hatte jemand schon gefragt, in den Kommentaren hatten schon Leute gefragt, hö, wieso habe ich das nicht mit den Stocker-Dingern?
Das habt ihr nur, wenn ihr GTA 5 schon auf der PlayStation 3 oder auf der Xbox 360 gespielt habt und danach auf der PS4, Xbox One oder PC spielt. Dann habt ihr da jeweils das, diese Stocker-Dinger, wenn ihr das, wie gesagt, vorher schon mal gespielt habt. Ich habe es ja auf der PS3 schon gespielt und deswegen, und jetzt spiele ich es auf dem PC und deswegen kriege ich halt die Stocker-Dinger. Das ist ganz cool, weil dann kann ich ja auch mal machen mit euch. Sonst könnte ich die ja gar nicht machen, das wäre ja schade. So, Michael auf so einem fetten Motorrad. Passt ja irgendwie nicht ganz. Würde eher zu Trevor passen, aber gleich sind wir auch schon da. Und dann würde ich sagen, können wir beim nächsten Mal nochmal versuchen, hier diese komische Stocker-Kacke zu machen. Das hatte ich ja schon mal angefangen, es hat nicht geklappt. Aber wir brauchen halt nach wie vor ein Muscle Car. Also ein Motorrad ist zwar cool, aber das erfüllt leider den Zweck nicht. Kann man, glaube ich, nicht als Muscle Car durchgehen lassen. Aber wir ansonsten schauen wir drüben mal, ob wir da vielleicht einen Sultan oder sowas kriegen. Komm in einem geeigneten Auto zurück. Genau, das war das, was ich... Das wurde mir aber letztes Mal auch nicht angezeigt mit Trevor. Genauso wie, wie mir beim Geländerennen nicht angezeigt wurde, dass ich da einfach teilnehmen kann, wurde mir auch nicht angezeigt, dass ich mit einem passenden Auto zurückkommen soll. Lächerlich, aber jetzt wird's angezeigt. So, wir brauchen also einen Sport- oder Geländewagen. Sport- oder Muscle-Wagen. Dann schaue ich mal, ob wir vielleicht einen Sultan oder sowas kriegen. Pass auf, jetzt wo ich danach suche, werde ich eh keinen finden, aber... Ein Muscle Car würde es auch tun. Gauntlet oder irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwas. Naja, ich glaube, ich fahre hier noch ein bisschen rum. Wow! Ich glaube, ich fahre hier noch ein bisschen rum und suche mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei GTA 5. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Und wenn ich was finde, dann machen wir beim nächsten Mal die Stocker-Dings. Und wenn nicht, dann machen wir irgendwas anderes. Da ist wieder eine Gelegenheit. Na, herrlich. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal erstmal die Gelegenheit. Bis dahin, euer Walle, ich bin raus. Bye, bye aus GTA 5. Alter, die ist echt. Die ist echt schärfer. Boah.